Enrico Hüber aus Hettstedt hat gemeinsam mit seiner Frau und vielen Helfern am vergangenen Samstag ein Barbecue in Widerstedt auf die Beine gestellt. Das Grillfest zugunsten des Wünschewagens in Sachsen-Anhalt schwebt Enrico dabei schon längere Zeit im Kopf. Ich bin sozusagen Foodblogger und war 2019 schon zu einem Event der Barbecue-Elfen in Wolfenbüttel. Der junge Mann, der das initiiert hat, ist auch heute hier. Und wir haben uns damals schon gedacht, Mensch, das würden wir ganz gerne mal machen für den Wünschewagen Sachsen-Anhalt. Also planen wir rein theoretisch seit 2019 dieses Event. Leider kam ja immer wieder, ja, wir wissen alle, Corona dazwischen. Es war halt immer zu gefährlich. Und jetzt passt es einfach. Heute passt es. Das ist heute die erste Aktion, die Sie auch für den Wünschewagen sozusagen starten. Ja, es ist die erste Aktion, die wir überhaupt in so einem großen, in so einer Größenordnung starten. Was gehört alles dazu? Was haben Sie hier alles organisiert und auf die Beine gestellt? Ja, erstmal die ganzen Tombola-Preise überhaupt zu organisieren, das Essen irgendwo zu organisieren. Ja, der DJ gehört dazu, die Tanzgruppen, die auftreten, dass man halt auch ein Programm hat, dass man nicht nur eben die Versorgung hat. Ja, also die ganzen bürokratischen Hürden, die man so im Hintergrund noch hat. Ja. Man soll natürlich auch nicht vergessen, wir haben hier ein Autohaus aus Leipzig, die heute extra sogar hergekommen sind. Das ist das Dodge Ram Haus Leipzig mit EcoGas. Die haben eine riesengroße Summe schon gespendet, was die Unkosten schon wirklich deckeln konnte. Dann haben wir die Verkehrswacht aus Magdeburg, haben wir mit dabei. Also wir haben hier von allen möglichen Richtungen irgendwas. Es sind Firmen mit dabei, die uns unterstützen. Mit der Unterstützung vieler im Vorfeld konnte ein buntes Rahmenprogramm organisiert werden. Für die Kleinen wartete eine Hüpfburg zum Toben. Bei der Feuerwehr konnten Brände gelöscht werden. Und zu einer Zuckerwatte konnte kein Kind Nein sagen. Besonders neugierig waren die Erwachsenen am Überschlagsimulator der Verkehrswacht. Sich aus einem überschlagenen Auto selbst zu befreien, für viele eine Erfahrung, die sie unter Anleitung gern probierten und dennoch hoffen, es nie zu brauchen. Musikalisch startete der Tag mit dem Spielmannszug Blau-Weiß Hettstedt. Die erwähnte Tombola, die mit beachtlichen Preisen lockte, Deftiges vom Grill, ob Bratwurst, Burger oder Gyros, die Schlangen waren lang. Die Besucher nahmen die Angebote des ersten Barbecues gern an, gingen doch die Einnahmen zugunsten des Wünschewagens. Dieser war natürlich auch vor Ort und konnte in Augenschein genommen werden. Der Wünschewagen ist ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes und erfüllt schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch. Der Wünschewagen ist ein Angebot des Arbeiter-Samariter-Bundes, was sich rein durch Spendengelder finanziert und durch Ehrenamtliche an dem Wunschtag dann getragen wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dass man sich mit uns in Kontakt treten kann. Einmal per E-Mail, per Telefon oder ganz einfach über www.wünschewagen.de. Dort kann man eine Wunschanfrage stellen und die landet dann bei uns im Postfach und dann setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung und klären alles ab, was für uns, für den Tag, für die Wunscherfüllung wichtig ist. Zum Zwiebelmarkt wird der Wünschewagen in Hettstedt zu finden sein. Wieder mit einer kleinen Aktion. Ja, wir würden gerne an diesem Tag einen Wünschewagen-Teddy versteigern und das Geld kommt zugunsten des Wünschewagens dann auch. Neben den Einnahmen, die die Organisatoren des Festes dem Wünschewagen spenden, füllte sich auch die Spendenbox am Stand. Trotz der angespannten Wirtschafts- und Lebenslage waren die Besucher selbstverständlich bereit, für diese Herzensangelegenheiten zu spenden. Am Ende des Tages kam eine beachtliche Summe zusammen. Ein herzliches Dankeschön im Namen des ASB an alle, die dazu beitrugen.